Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von HoCoLive. Ja, ich hatte in letzter Zeit mit dem Editor sehr viel probiert. Ich wurde besser. Aber das Spiel hat wirklich den schlechtesten Editor von der Steuerung her. Ist katastrophal, es tut mir leid. Ja, dafür sind andere Sachen gut und ich hoffe, ja, ich komme ein bisschen weiter. Wir wollen jetzt natürlich zuerst angeln, weil ein neues Update am 6.12.2021 rauskam. Und da schauen wir mal, was passierte beim Angeln. Es gab ein paar Bugfixes und ja, noch ein paar Anpassungen, aber sonst, es steht großes Update, aber es ist winzig klein. Ja, jetzt was muss man wieder drücken? Ah, okay. Okay, man muss jetzt nur noch die Maus in eine Richtung. Eine Scholle. Schatztruhe. Ein Geldsack. Okay. Wurde also viel verändert und jetzt nicht mehr Steuerung intensiv. Also man muss nicht mehr Button Smashing machen, sondern einfach in eine Richtung drücken. Und dann geht's. Jo. Also dann fischen wir mal noch kurz einen Fisch. So. Einfach in eine Richtung drücken, scheinbar. Also es wurde sehr vereinfacht. Oben, rechts und unten ist der Balken. Nach oben, aufhören, nach rechts. Oben. Okay. Ein Wolfsbarsch. Okay. Und immer. Es gibt immer eine Truhe. Okay, das haben wir angeschaut. Sehr schön. Ich werde auch nochmals ein bisschen fischen bis zum nächsten Part. Also, zwischen diesem und dem nächsten Part. Und jetzt heißt es beim Editor, da muss ich einfach noch schauen, wie man hier skalieren muss, also dass man die Mindest- und Höchstwerte hinkriegt. So, ich muss auch das mit der Maus machen, also muss ich mit der Maus jetzt hier drauf drücken. So, das Wichtigste ist auch das Skalieren. Also, wir müssen jetzt mal ein Ding holen. Das legen wir am besten irgendwo weiter weg hin. So. Die Mitte zum Beispiel auch noch. So. Müssen wir vor allem skalieren. Das heißt, hier können wir mal ein bisschen länger machen. Dann auch ein bisschen breiter mal. Wir machen so eine schöne Designer. Und das müssen wir jetzt drehen. Habe ich halt letztens noch nicht so gecheckt, wie man sich das dreht. Und ich muss jetzt das mal rausholen. Dann auch unten wirklich connecten. Das ist jetzt die einzige Stelle dieser Breite. Dann nehmen wir ein neues. Das Holz legen wir jetzt so dünn wie möglich hier drauf. Machen das dünner. Aber dünner ist nicht so gut. Kurz. Und das machen wir einfach nur kurz. Seht, es geht viel besser, wenn ihr wirklich einzelne Schritte macht und nicht irgendwie versucht ständig da irgendwas zu machen. Mit einem einzigen und so. Also es ist schon wirklich zusammenhängen dann irgendwie. Das macht ihr am besten, wenn ihr die Kamera auch sehr gut bewegt. Hier muss ich noch ein bisschen. So, das ist gut. Oder? Ja, wirklich ein Part lang echt herumgefummelt und muss den Part wieder löschen. War nur ein Versuch. Meine Rage war zu schlimm. Ja, ist wirklich Wahnsinn, wie so ein Spiel einfach rauskommt, ohne dass es irgendwie funktioniert. Hey, das Spiel hätte habt ihr lange Zeit
Editor gut zum Entwickeln. Aber hat es einfach nicht gemacht? Ja, das haben wir jetzt davon. Immer noch fummelig. So. Muss ich schauen, wie einfach am Schluss fehlt. Also ich will es jetzt ja nicht zu lange machen. Jo, kann ich es auch noch ein bisschen breiter wieder machen. So. Und jetzt müssen wir das wieder bewegen. Zusammen. Ganz. So, jetzt brauchen wir einfach noch eins, das wir nach unten wieder machen. Das heißt, wir sortieren. Verlängern. Bewegen. Das hängt irgendwie fest. So. Ah, jetzt geht es auch wieder mit ein bisschen Scrollen rauskommen. Eigentlich schon sehr gut. So. Wenn wir jetzt speichern. Okay, dann geht's. Speichern. So, jetzt haben wir das hergestellt. Jetzt müssen wir das noch. Was müssen wir jetzt machen? Haben wir das jetzt einfach erschaffen? Holzbrett, da. Okay, und wenn wir jetzt das hier platzieren, rauschen. Dafür müssen wir das einfach lassen. Da nehmen. Genau. Da geht's. Da geht's zum Beispiel. Ja. Kommen rüber. Wir kommen hier nicht rüber. Okay. Haben wir das jetzt aber auch wieder einsammeln? Rucksack legen. So. Also, wir müssen das noch rausholen. Rucksack auswählen. Und jetzt noch breiter bearbeiten. Genau. Also, geht das jetzt wieder? Ja. Nee, die Maus geht wieder nicht. Ich muss wieder zurück. Mist. Stockig wieder. Mist, ich hab das Gamepad noch gedrückt. Ja. Jetzt wieder raus. Jetzt muss ich das Spiel wieder abwürgen. Die Maus geht nicht. Das ist ein Mega-Bug. Ja, die Maus geht nicht. Maus ist nicht im Spiel drin. Ja. Spiel wieder abwürgen. Tut mir leid. Ah, Mist, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ach komm, Steam. Ich muss nicht immer synchronisieren. Ich will das Spiel nach dem Beenden wieder starten können. Nicht immer synchronisieren. Ich kann Spielstände nicht synchronisieren. Ich bin ein blödes Steam-Programm. Oh ja, ich liebe mich so schlecht. Nein, es ist nicht schlecht, aber jetzt haben wir halt nicht gespeichert, hä? Wurde das alles nicht gespeichert? Dann Mist. Also so etwas. Was machen die Entwickler? Sie bringen ein Patch raus, dass das nicht fixt? Dankeschön, liebe Entwickler. Muss ich das alles nochmal machen? Was ist? Nein, okay, das hat's gespeichert wenigstens. Wow, und jetzt bitte. So. Unglaublich, das muss ich breiter machen. Das auch nochmal ein bisschen breiter. Ist halt ein
Speichern. Sehr gut, okay. Ich muss mich dran gewöhnen. Weil wenn mir ein Missklick macht, ist das ganze Spiel kaputt, weil der Mauszeiger nicht mehr geht. Also, das ist leider ein schlimmer... Oh, jetzt sieht sie gut aus. Also, wie kann ich jetzt das wieder platzieren? Ja, toll. Mit dem rechten Button kann ich das nochmals mit dem bewegen. Also hier würde es gehen. Was ist jetzt gerade das Problem? Okay. Das Problem war irgendwie... Fliege übers Wasser. Ich fliege im Wasser. Also seht ihr, so kann man eine gute Brücke machen. Ja, wieso komme ich jetzt hier nicht runter? Wieso ist das jetzt hier nicht connected? Okay. Muss die... Wie kommt man jetzt hier? Y. Wie kommt man jetzt wieder zurück? Jetzt haben wir uns richtig... Falle gelegt. Wir müssen sie einfach wahrscheinlich wieder drehen. So, kommen wir jetzt wieder rüber. Ah, okay. Müssen wir die nochmals ja, drehen, Einsatz umschalten. So, jetzt. Müssen wir die dort auch nochmal breiter machen. Dankeschön, liebes Spiel. Man sieht doch, dass er rüberkommt. Ah, wo ist die Brücke? Das ist die falsche Brücke. Das ist die falsche Brücke. Habe ich die Brücke dort gelassen? Objekt bearbeiten. Ja, gut, dann gehe ich mal Gott sei Dank kaufen. Eieiei. Habe ich jetzt die Brücke dort gelassen? Ja. Okay. Gehen wir zuerst mal etwas kaufen. Bin langsam ein bisschen wütend auf das Game, sorry. Es ist wirklich ein super Game, aber wenn halt ein einziges... Wenn ein einziges Feature nicht funktioniert, dann ist man einfach richtig kacke drauf. Also das Feature ist sehr viel wichtiger als alles andere. Der Baueditor, der muss gefixt werden. Ja. Müssen wir noch 20 Sekunden, dann 10 Sekunden warten oder Minuten. Ja, ich muss unbedingt noch mal ein bisschen schlafen. Das geht doch Minuten. Einfach bis morgen. Ah, haben wir gerade einen Tag übersprungen. Dankeschön, liebes Spiel, dass du das nicht erklärst. Dass wir einen Tag jetzt geschlafen haben. Super. Wirklich wunderbar. Es mangelt halt ein bisschen an allem, weil der Entwickler natürlich wahrscheinlich alleine ist oder zu zweit oder so. Oh, aber ja, was ist denn das? Kurzstandband. Ja, wir kaufen uns Müll. Notizblock 2. Okay. Ich hoffe, wir können bald zur Stadt. Ja. Erzähl mir von Kaufen meiner Sachen. Kleines Objekt. Kaufen. Kaufen. Sehr viel Geld. Geldsack, okay. Wir wollen noch ein paar mehr Sachen verkaufen. Ja, ich bin ein Profi. Kaufsachen. Können wir das? Nein. Also, was die Fische mal verkaufen? Was können wir sonst noch verkaufen? Ich brauche alles noch, auch Unkraut ist sehr wichtig für grüne Farbe, also lassen. Dankeschön an Killerkaninchen für die Streams und für die Let's Plays. Sie hat mir geholfen im Baumenü, wie ich die Brücke ungefähr machen soll. Und ja, es lief eigentlich ziemlich gut. Also mit dieser Hilfe konnte ich jetzt endlich auch mal ein bisschen weiterspielen. Tut mir leid für die Pause, aber wenn es nicht ging, dann ging es halt einfach nicht. Also habt ihr gesehen, wie ich im letzten Part recht genervt war. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Weltraum nicht völlig leer ist. In jedem Kubikmeter befindet sich ungefähr ein Atom oder so. Es endet alles oder nichts, ich bin mir nicht sicher.
Hast du schon jemals innegehalten und dir überlegt, wie das Leben wäre, wenn man ein Käfer isst? Gott, langweilig. Naja, vielleicht hat man schon etwas zu tun, aber. So, aus dem Rucksack auswählen. Das hier. Objekt bearbeiten. Jetzt nur die Maus verwenden, Drago. Jetzt müssen wir da dieses Brett nochmals breit zu machen. Dankeschön für Nichtsagen. Nicht genug breit ist. Festhalten. Speichern. So, ich hoffe, ich mache nicht irgendwie drei Kopien einer Brücke mit dem Speichern, aber jetzt sollte es aber gehen, bitte. Okay, die sind noch nicht reif. Bitte hinstellen. Schwimmt einfach, also es fliegt einfach hier noch. Ja, wie kann man das machen, dass es connected? Ich will das einfach noch mal ein bisschen besser hinkriegen, wenn man es nicht sieht. Genau, die Büsche wahrscheinlich im Weg. Ja, man sieht es jetzt einfach nochmals. Ja gut, also Unkraut unbedingt mitzunehmen. Jo. Also, was können wir denn hier finden? Schmetterling. Hier können wir noch mehr Unkraut finden. Vielleicht hier links. Nichts. Ja, dann müssen wir einfach wahrscheinlich noch diese Höhenlimits überwinden. Ja, machen wir einfach einen Aufstieg. Treppe vielleicht, ja, wird wahrscheinlich schwer sein. Einfach einen Aufstieg noch machen. Oh, hallo. Wer geht schon rüber? Mit dem kann man jetzt gerade nicht reden. Wer warst du? Bernhard oder wie der heißt? Geh doch einfach mal weg von dieser Brücke. So, alle Oleander, genau. Ja, brauchst du was? German Translation Missing. Ja, sicher werde ich das verdienen. Großartig, danke. Ja, und jetzt weiß ich nicht, was ich machen muss. Weiße Farbe liefern. Okay, weiße Farbe, weiß ich gar noch nicht, wie man das herstellt. Ja, gut. Haben wir irgendwo weiße Blumen? Irgendwas Weißes. Nicht? Weiß das jetzt gerade nicht? Weiße Blumen haben wir noch nicht. Wir müssen sonst irgendwie noch schlafen. Ich werde jetzt einfach mal schauen, ob jemand hier drin ist. Dann nehmen wir mal an. Vielleicht mit ihr reden. Hallo, Drago Basler. Was soll ich tun? Ich denke, wir könnten ins Stadtzentrum ein weiteres Geschäft gebrauchen. Ich frage mich, ob einer der Besucher Interesse hat, einen hier aufzumachen. Okay, ich habe die Stimme wieder gefunden. Hallo, Drago Basler, erzähl mir von. Was gab's das? Bitten der Dorfbewohner. Oh ja, ich hörte, dass du den Dorfbewohnern hilfst. Nun ja, die Leute hier haben häufig Dinge, die erledigt werden müssen. Wenn du Zeit hast, kannst du ihnen helfen. Es macht nicht nur die Einwohner glücklich, sondern ist auch eine gute Möglichkeit, zusätzliches Geld zu verdienen. Und ich bin mir sicher, dass der Ruf unserer Stadt besser wird, wenn sie sich das herum, wenn sich das herumspricht. Man weiß ja nie, das könnte dazu führen, dass mehr Leute das Gasthaus besuchen. Okay, endlich, aber wir müssen ja denen auch Ding bauen, Häuser, Wohnungen. Wie, das vielleicht schwer? Gut, was ist das Packungsmaterial oder Füllmaterial, genau. Was ist für Stofffarbe? Ja, schon genug Geld. Klebstoff. Ja, Klebstoff brauchen wir noch nicht. Nadelbaumsamen, gelbe Blumensamen. Beides. Dann müssen wir einen Tag noch schlafen. Sonst brauchen wir nichts mehr. Schlafen wir einfach mal ein paar Stunden. Vielleicht ist jemand hier. Dann.
Weil jetzt können wir wahrscheinlich noch nicht in das Gebiet gehen, also in die Stadt. Nochmal 6 Stunden Schlaf. Ich hoffe, wir können weiße Farbe eigentlich gut herstellen dann. Agabasa, schön dich zu sehen. Was soll ich tun? Ich denke, wir können im Schatten mal das Geschäft. Ja, das ist das gleiche wieder. Ja, sonst muss ich einen Tag warten, bis es ein neues Inventar gibt, Angebot. Ja, es ist wirklich nichts Neues. Zumindest bis zum nächsten Tag schlafen. Morgen schlafen. So, ich hoffe, meine Stimme wird wieder besser. Bis morgen. Ah, im Inventar, im Lager könnten wir noch schauen. Da ist nichts. Schade. Guten Morgen. Hallöchen, was soll ich tun? Soll ich tun? Ich denke, wir können. Ja. Ja. Ich habe immer noch diesen Backpulver. Oh Gott. T-Shirt an, das mir nicht gefällt. Ist mir ein bisschen zu. Ich habe mir diesen Speck drin. Oh, schade, hat nichts Neues. Ja gut, wie bekommen wir denn jetzt weiße Farbe über? Wir haben keine weißen Blumen gefunden, oder? Wie geht weiße Farbe? Keine Blumen. Wieso komme ich jetzt wieder hier nicht rüber? Hä? Ist verbuggt. Jetzt geht's wieder runter. Okay, scheinbar ein bisschen verbuggt. Manchmal kommt man rüber, manchmal nicht. Sind hier keine Blumen? Okay, müssen wir noch kurz warten. Es sind nur gelbe Blumen. Okay, nehmen gelbe Blumen, aber was ich brauche, sind weiße Blumen. Wie bekommt man weiße Blumen her? Also das Spiel hat irgendwie manchmal einfach wegen dem Zufallsgenerator oder so, manchmal einfach so Zeiten, wo man nichts machen kann, weil irgendwas fehlt. Und mal den Shop irgendwie wechseln ständig oder so. Nein, einmal täglich und nicht mal einmal täglich. Und die Quests sind zeitbasierend. Also wenn man nichts findet, dann hat man einfach Quest verloren. Quest gescheitert. Ah. Hey. Oh, hallo, Dragobasler. Ah, ich habe einen Stimmbruch. Ich denke, wir könnten im Schatz ein neues Geschäft. Ja, kannst du auch mal etwas anderes reden? Oh, da ist er wieder bei Oleander. Schön, dass es offenbar auch noch andere Leute gibt, die in der Früh nicht ausschlafen können. Ich dachte nur, ich würde diesen Sportgewand kratzig finden, aber Ola hat genau dasselbe gesagt. Müssen alle diese Hightech-Superstoffe sein, die man heute findet? Also er ist sehr altmodisch. Er redet so, als würde alles kacke sein in der Neuzeit. Okay. Schön. Das ist wahrscheinlich zu viel. Ah. Kaufe ich mir. Eine Verkehrspylone, für was brauche ich die? Ja, nehme ich nicht. Schade. Schade, Marmelade. Ja gut, dann, gehen wir doch noch mal schauen. Wie bekommt man weiße Farbe? Ich glaube, ich muss mal mit ihr reden da. Mit ihm. Ist, glaube ich, ein Er. Ich weiß es nicht. Kann mir jemand sagen, wie der aussieht? Das ist schon ein Er, ja. So, Sally. Hey, wie geht's? Sachen kaufen. Ein Stuhl, großes Objekt, 2 Sitze, Bett, eine Ladegegenstand, Bad. Freigeschaltet, Bad. Kleine Brücke. Okay. Möchte gerne
5. Also Kreide. Kreide brauchen wir dafür. Okay. Ich dachte, Kreide wäre irgendwie so geil gewesen. Also, nein, ich schon weiß. Aber wir haben jetzt momentan keinen Stein. Wir müssen also Kreide holen. Wir haben genug. Okay. Sehr gut. Ich habe zum guten Glück ein paar Steine gefällt. Zwischen dem letzten Part und diesem Part. Gut, dann machen wir mal weiße Farbe. Dafür brauchen wir noch Klebstoff. Oh Gott. Wie extrem wenig man mal auch verdient. Das ist unglaublich, wie viel man eigentlich auch sammeln muss und verkaufen muss. Das ist. Ja, ich kritisiere jetzt momentan das Game ein wenig, aber es ist einfach ein bisschen zu aufwendig. Alles auch zu haben und so. Ich denke, solche Spiele sind eher chilliger und das Spiel macht einfach diesen Zwang, diesen Arbeitszwang. Es ist irgendwie ein Arbeitsspiel. Das mir gefällt es jetzt gerade nicht so gut. Ich habe erst wieder kurz einen Stream gesehen von Animal Crossing New Horizon und mir gefällt das Game viel besser. Es ist halt einfach viel weiter, weil Nintendo ein größerer Entwickler ist, klar. Aber hier mal, dass der Entwickler wirklich das Wichtigste macht, wäre auch mal anständig. Weil vieles. Ey, ist es jetzt wirklich immer der Fall, dass diese Kackbrücke. Muss ich, glaube ich, noch ein bisschen verlängern. Okay. Haben wir jetzt den da drüben eingesperrt? Ich habe irgendjemanden gesehen. Ich glaube schon, das ist sein Haus. Ist gerade. Betrieben. Also wir müssen kurz nochmal die Brücke verlängern. Sehr Wahnsinn. So, neue Herstellung. So, direkt als Rucksack verwenden. Direkt bearbeiten. So, darf ich da mal. Okay. Wir müssen dieses verlängern hier. Danke, aber darf ich das verlieren stehen? So, und jetzt sollte eigentlich die Brücke wirklich funktionieren. Also sie war vor allem zu wenig lang natürlich und auch ein bisschen. Sehr schön. Jetzt haben wir es hingekriegt. Okay, noch ein paar Anpassungen nötig gewesen, aber war ja nicht schlimm. So. Okay, hier sind zwei Unkrauts. Einmal gewachsen. Einer Stelle gewachsen. Müssen wir einfach diesen Koala da. Dann der Hund natürlich. Immer suchen. Ja, das war weg. Jetzt ist er plötzlich irgendwo anders, also er hat sich teleportiert, scheinbar. Cheaters! Wo ist jetzt dieser Hund? In der Schweiz wird ein Sauhund sein. Nein. Ja. Okay, ist nicht hier drin. Anderen Haus ist auch nicht. Hey, Drago Basa, schön dich zu sehen. Guten Tag wünsche ich. Bitte. Okay. Ja, auch. So, wir müssen in die Stadt und ihn suchen. Haben wir die Quest gemacht? Bekommen wir jetzt mehr Geld über, hoffentlich? Da ist er. Cheetah! Meine Füße bringen mich um. Ich bin stundenlang herumgelaufen. Ich möchte die Quest. Ich glaube, ich muss noch eine. Ich glaube, wir brauchen 6. Mist! Mann, 5 ist doch eine gerade Zahl. Cheat. Ich bin sehr unkonzentriert wegen dem Baumenü. Also ich bin völlig fertig vom Baumenü. So. Das war ein kleiner Fail. Okay, bitte noch in der Stadt sein.
Gut laufen die auch nicht so mega random herum, also sie eigentlich an der gleichen Stelle sind. Ja, heute ist ein Tag der Schmerzen, Knochen und kratzigen Klammern. Hast du auch mal etwas Positives? Ola hat mir neulich gesagt, dass ich gar nicht so müde bin wie gedacht. Nett, oder? Oh ja. Ja, nett. Ich habe 6 weiße Farbe. Brauchen 7 weiße Farbe. Dein Ernst? Was habe ich denn mir gemerkt? Gar nichts. So, ich habe jetzt noch ein bisschen mehr geholt, weil ich ja natürlich ja noch etwas anderes, eine andere Farbe verwenden möchte bald. So, und laufen wir halt nochmal. Doch so ein Schussel bin und deswegen nicht falsch verstehe. Wunderbar. Also, ich lerne einfach zwischendurch und farme ein bisschen Geld. Damit ihr wirklich auch nur, also das einfach das Tolle seht und ja, wenn ich jetzt wirklich auch mehr Zuschauer habe, kann ich natürlich auch nicht unbedingt die tollen Sachen auch zeigen. Aber es lohnt sich gerade nicht so sehr, weil Okolive nicht gerade so beliebt ist bei mir noch. Hat irgendjemand das gesagt? Bitte sehr. Danke vielmals, Drago Basler. Hier, nimm das dafür. Pink gestreifte Hose. Man bekommt wirklich nur Schrott. Aber es gefällt ihm. Du redest zu viel. Ich muss irgendwo hin, wo es ruhig und friedlich ist. Okay. Tut mir leid, ich wollte einfach noch mal kurz überprüfen. Oh, wir haben 218. Okay. Pink gestreifte Hose. Oh, jetzt sehen wir natürlich noch weibliche. Ist es grün auf der Seite? Sehen wir natürlich noch besser aus. Und jetzt schauen wir mal kurz hier rein, ob irgendwie. Jetzt können wir noch einmal einen Tag überspulen. So, bis zum nächsten Morgen, bitte. Donnerstag. Jetzt haben wir Mittwoch, okay. Jetzt ist schon morgen. Hey, Drago Basler. Oh, hallo. Hallo, Drago Basler. Was soll ich tun? Okay, wir warten kurz, bis sie etwas Neues hat. Ich hoffe, jetzt ist jemand hier und nicht das Schweinchen, das mag ich irgendwie nicht. Samstag. Kommt niemand. Okay. Ich hoffe, die Leute kennen mich noch, wenn ich fertig bin. Muss doch jemand kommen. Hey, hast du überhaupt Besucher? Draga Basler, schön dich zu sehen. Erzähl mir von das Gasthaus. Ah ja, ich sperre das Gasthaus um die Mittagszeit und am Abend auf. Ich serviere einfach Gerichte und die Anwohner kommen zum Essen vorbei. Wir haben auch Besucher von außerhalb der Stadt. Ich glaube sogar, dass mehr vorbeikommen werden, wenn wir die Stadt verschönern und ihr Bekanntheitsgrad steigern. Aber ja, kommst du zu diesen Zeiten vorbei, dann triffst du vielleicht ein paar neue Leute. Man weiß ja nie, einige könnten eines Tages sogar in die Stadt ziehen. Jo, gerne. Also um die Mittagszeit. 2 Stunden, weil sonst haben wir nicht mehr Mittagszeit. Nochmals 2 Stunden. Jetzt sollte eigentlich jemand dort sein. Okay, haben wir das auch verstanden? Ja, das Schweinchen, okay. Hallo, möchtest du mein Freund sein? Ja klar. Wirklich? Danke. Es war weniger anstrengend als gedacht. Ich habe daran gedacht, dorthin umzusehen, wo meine Freunde leben. Aber bisher hatte ich nicht wirklich welche. Sieh ein. Du solltest wohl ein paar neue Häuser bauen, sonst kann ich nicht umziehen. Ja, und wie baut man Häuser, bitte? Kann man irgendwie die Bauplan wahrscheinlich von dem Typen holen? Jetzt den Namen gerade wieder nicht weiß. Ein Ofen. 350. Können wir leider noch nicht leisten. Schade, ich würde den am liebsten schon kaufen können. Werde auf den nächsten Part wahrscheinlich mal probieren zu fischen, bis ich den Ofen kaufen kann und dann ihn kaufen.
Oh mein Gott, was für ein Zufall. Brauchst du was? Also, ein paar Freunde besuchten mich gestern und konnten mir nirgends sitzen. Und konnten nirgends sitzen. Kannst du mir helfen? Ich denke, mit einem schönen Sofa dürfte es klappen. Sicher. Großartig, danke. Müssen wir noch ein Sofa machen? Kann echt schwer sein. Also, ich brauche einen Bauplan für ein Haus und für ein Sofa. Licht. Also wahrscheinlich ein Zweisitzer, ne? So. Neuausplan. Zweisitzer. Okay, jetzt geht's. Nicht drücken. So, Zeug hinzufügen. Brauchen wir einfach. Scheinbar einfach so ein Ei zu machen. Einmal skalieren. Speichern. Muss mindestens noch Display machen. Skalieren. Mal so ein bisschen groß. Das jetzt kopieren, duplizieren. Wo kann man das jetzt vorher holen? Ah, okay, es ist noch über. Duplizieren. Viel einfacher auch zu duplizieren, gell? Nicht genügend Ressourcen. Fehlt mir. Fehlt mir denn? Okay, dann müssen wir nochmal speichern. Festhalten. Speichern. Eigentlich sollte das gehen. Also das können wir jetzt abgeben. Ich hätte das mal ab. Wo ist der da? Hey, fertig! Oh, das ist fantastisch, danke! Kannst du es für mich in mein Haus bringen? Klar, kannst du doch so gut, klar. Du bist einmal, danke dir. So, jetzt probiere ich es aus. Oleander. Der ist da. Nur zu definieren. Muss es einfach das ha ins Haus stehen? Dann ist fertig. Schwarzer Ruck. Wo ist es? Einfach mal in den Weg stellen. So. Und jetzt bitte bleib hier, gell? Bleib bitte hier, ja.
Oh mein Gott, hallo, platziert. Oh, das ist perfekt. Danke vielmals, Drago Basler. Hier, nimm das dafür. Pinke Knöchelturnschuhe. Man bekommt immer Schrott über. Ich will nicht alles pink haben. Jetzt sind wir alles pink. Ey, wieso gibt's nicht eine Gender-Definition oder so? Also, ja, dass man auch, wenn man ein Mann spielt, auch männlichere Sachen bekommt. Ja, unglaublich. Ja gut, ich werde jetzt mal, ja, komm, wir gehen noch mal ein bisschen pischen. Ja, ist noch ein bisschen kurz, der Bart, also. Ne, wir machen jetzt einfach, ja, wir müssen ja sowieso jetzt noch ein paar Holzbretter besorgen. So, machen wir mal hier, weil hier kommt vielleicht ein Haus hin. Noch mal ein paar Bäume weg. Bäume weg dran. Jo. Ja, ich bin auf Schwanz des Lungus. Also. Leben des Freien. Einer der besten Filme. Leider schon uralt, aber einer der besten Filme. Einfach witzig. Also man ist eigentlich immer ständig am Lachen. Einfach cool. Ja, der hat, also der Cäsar dort, der hat die ganze Zeit irgendwelche Sachen gesagt und ein General von ihm heißt der Schwanz des Lungus. Sehr, sehr pervers. Naja. Aber man definiert ja auch als Schwanz. Das ist, für mich kein Schwanz, es ist ein Glied. Ich weiß nicht, wieso die Leute immer Schwanz sagen. Ja, gut. So, da. Und, momentan ist Leck hier. Wieder OBS ein bisschen am Spacken. Muss es sowieso abbrechen. Gehen wir kurz nochmal raus. Also OBS hat mit dem Spiel echt Probleme. Keine Ahnung, wer anderen auch ist. Okay, weil es jetzt momentan leckt, beende ich mal den Part, ist genug lang. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.